Brenner! Brenner! Oh, oh, verdammt! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore Minecraft. Wir haben bereits den 1. Juli, es ist 5 Uhr morgens, ihr hört es schon, es regnet, es gießt wie aus Eimern. Unser Feuerchen hier, unsere beiden Feuerchen, brennen zum Glück weiter. Ich habe noch ein zweites angezündet mit ebenfalls wieder vier Ton-Dingens-Bumses da drin. Was wir auch noch hören, hier schleichen wieder irgendwo Zombies durch die Gegend, die sich gerne mal an unserem Feuer ein bisschen wärmen dürfen, gerne auch etwas näher. Ja, komm, stups. Ja, sehr schön. Was wir auch noch sehen, unsere Früchte sind erst erstmal reif. Juhu. Brenne. Brenne. Oh, oh, verdammt. Ich habe zwischen der Folge ein bisschen Holz gesammelt. Wir haben hier einmal 16, hier einmal 16 und hier noch einmal 12. Die restlichen 4 Holz, die hier fehlen, habe ich da hinten verbrannt. In diesem zweiten Dings da. Gehen wir aus dem Weg. Während wir darauf warten, dass unsere Feuer ausbrennen bzw. aufhört zu regnen, das kann natürlich wieder ein bisschen länger dauern, habe ich mir hier noch ein bisschen Stroh gesammelt. Da können wir unser Häuschen noch ein wenig erweitern. Provisorisch, dass wir hier nicht nochmal dieses Spinnendebakel von letzter Folge wiederholen müssen. Das möchte ich unter Umständen gerne verhindern, dass hier nochmal irgendwelche Spinnen reinkommen. Dennoch sollten wir mal zusehen, dass wir schnellstmöglich hier ein Dach über den Kopf bekommen. Ich habe hier unten noch meine kleine Nächtigungshütte stehen gelassen, bei der ich meinen Durst gestillt habe des Nachts. In der ich meinen Durst nachts des Nachts gestillt habe. So, reicht es? Habe ich richtig gezählt oder haben wir uns wieder irgendwo verzählt? Ha, perfekt. Stups. Na komm. Voller Zombie. Ja. Oh verdammt, ich muss hier irgendwie rein. Oh shit, Tür. Tür. Wir nehmen. Nein! Oh, Ben. Ja, hallo Zombie. Lass mich bitte hier kurz. Hep. Ich kann nicht rennen. Genau. So, jetzt haben wir es hier. Eine Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Hab ich jetzt die Mitte erwischt? Ja. So. Dann können wir hier. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir nur noch einen zusätzlichen Strohklotz, mit dem wir unsere Tür hier nochmal notdürftig schließen können. Hm. Das ist doch irgendwie alles blöd, das da. Hm. Was können wir noch tun? Ich habe soweit schon mal alles vorbereitet, um auf Erzexkursion zu gehen. Wir könnten auch überlegen, ob wir nicht einfach die restlichen Erze durchschürfen. Und zusammensuchen. Ich habe immer noch meine tolle Vanilla Minecraft Schaufel rumliegen. Bin mal gespannt, wann wir die aufbrauchen werden. Ansonsten habe ich eigentlich soweit nicht viel mehr, außer ich kann die mal kurz hier hinbauen. Hier hinten, wir sehen es hier, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Zeppelins angebaut. 5 Zeppelins angebaut in einem Abstand von jeweils 3 Blöcken, denn das sind diese Bäume hier hinten, die ein Blätterdach haben, das 2 Blöcke nach in jede Richtung auslädt. Und ich hoffe, dass dadurch die Bäume zusammenwachsen, zu einem zusammenwachsen, dass ich quasi nur durch das Fällen eines Baumes, oh, das ist fertig, juhu, durch das Fällen eines Baumes dann sofort alle anderen Bäume mitfälle. Ist gerade kein Zombie in der Nähe, von wegen. Nein, komme ich nicht dran. Ne, müssen wir mal ein bisschen warten, bis unsere blöden Zombies hier weg sind. Wir könnten direkt hier unten anfangen, nach Erzen zu suchen. Natürlich auch, wenn diese blöden Zombies weg sind. Wenn es aufgehört hat zu regnen. Damn you. Hier haben wir schön viel Kies rumliegen. Ja. Ah, warte mal, Idee. Guck mal, ich kann die doch... Genau. Ertrink. Los. Ertrink in diesem tiefen Loch. Ertrink. Du auch. Los. Naja. Schade. Wir könnten jetzt schnell, während die Zombies da hinten sind, hier... Blub. Mist. Dann gehen wir hier noch schnell unsere... unser Obst runter. Jetzt habe ich natürlich Granatenschlag alles falsch machen, was man falsch machen kann. Da ist nochmal ein Zombie. Uah.
Ich habe dummerweise auch keine. Ach ja, ich habe nur die Vessels rausgenommen und nicht den Jug. Den hätte ich eigentlich gebraucht. Dann könnte ich jetzt meinen Durst stillen. Pflaumen, die fehlen mir auch ziemlich. Wir sehen hier, Frucht ist nochmal ein ganzes Stück nach unten gegangen. Nom 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 nom. Können wir uns gerade den Bauch mit Pflaumen vollschlagen. Und ansonsten würde ich sagen, verfrachten wir schleunigst unser Essen. 88, 153, 123. Die 100er können wir mal. Was hat die Pflaume? 42. Dann frachten wir die mal schnell hier rein. Und die auch noch. Und dann tun wir uns vorerst mal an der Pflaume gütlich. So, und die anderen beiden können wir eigentlich hier irgendwo zwischenlagern. Gut. Wo sind die Zombies? Weit weg, okay. Den brauche ich noch. Und den, den. Und nochmal schnell zurück. Lalalala. So, zwei Krüge behalte ich mal in meinem Inventar. Die gehen relativ leicht kaputt. Also es ist jetzt nicht so, dass nach jedem zehnten Schluck so ein Krug kaputt geht, aber sie gehen meistens dann kaputt, wenn man gerade nicht die Möglichkeit hat, einen neuen zu produzieren. So, ich muss jetzt hier mal kurz meinen Durst stillen. Wir rennen mal kurz vor den Zombies weg. Zu unserem hoffentlich Süßwasser da unten. Nein, gut. Satz mit X. Kein Süßwasser, kein Süßwasser, kein Süßwasser, da ist Süßwasser. Oh. Ja, na los. Süßwasser! Kein Zombies in der Nähe. Und schnell noch die anderen auffüllen. Ich habe ihn schon dahinten gesehen. Und jetzt können wir wieder rennen. Und weg hier, juhu! Run for your life! Nee, 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 nee. So. Wie gesagt, alles für eine längere Exkursion zusammengetragen. Ich würde einfach sagen, wir schauen, wie viel Fackeln fehlen noch. Mist. Ah, jetzt regnet natürlich gerade. Dumm gelaufen das. Ich würde sagen, wir probieren mal, wie viel Erz, wie viel Kupfer wir in einem Chunk finden. Vielleicht reicht es zufälligerweise schon. Ist ja immer ein bisschen vom Glück abhängig. Wir können also hier ein Hölzchen holen, legen das hier hin, packen unser Messer nebendran und bekommen Schüsseln raus. Schockschwere Not. Und mit diesen Schüsseln können wir, wenn wir einen nochmal hier reinlegen, genau, eine Goldpan. Und die anderen drei können wir, glaube ich, hier hinstellen. Nein, hier hinstellen? Auch nicht. So? Nein. Sieht jemand irgendwo einen einzelnen losen? Da hinten wäre einer. Da könnte ich eventuell eine Kochstelle draus produzieren und die dort abstellen. Lassen wir sie vorerst mal hier. Oh, muss ich jetzt wirklich die Zombies verkloppen hier? Ich habe keine Lust. Das dauert alles wieder so lange. Und wenn ich die jetzt umbringe, dann sind die nächsten natürlich nicht fern. Ich möchte eigentlich einfach nur gerne ein klein wenig meine Ruhe haben, dass ich ein bisschen Erz schürfen kann, gerne ganz viel Kupfer. Ich kann mich nämlich beim besten Willen leider nicht mehr daran erinnern, ob wir in einer der letzten Folgen hier irgendwo an einem Kupferfeld vorbeigelaufen sind, an einer Stelle vorbeigelaufen sind, bei der relativ viel Kupfer oberirdisch herumlag, also wirklich lag in Brockenform, nicht in Ader, nicht in Erzaderform. Kommt davon, wenn man so viele Sachen auf einmal macht. Los, 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 stirb, stirb, stirb. Meine gute Axt. Schäm dich, dass ich wegen dir meine gute Axt kaputt machen muss. Danke. So. EP einsammeln, Zombiefleisch einsammeln, Zombiefleisch in den Mülleimer werfen. Und dann nehmen wir uns hier ein wenig Kies. Schaufel sollte man noch haben. Kies. Ja. 2, 3, 4. Oh, 3, 4. 5. 6, 7. Sollte vorerst genügen. 7, hallo? 7. 7, oh, leck. So, wo können wir denn ein wenig schürfen? Ups. Ja, da können wir schürfen. Das war zwar so nicht beabsichtigt, aber hier können wir schürfen. Stellen unseren Kiesblock mal hier hin. So. Goldpan und los geht's. Oh nein, ich glaube, es geht nicht los, oder? Richtig, ich brauche doch einen Block unten drunter. Ah.
So, jetzt können wir. Jetzt auf Schiff, 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 Schiff. Schiffexperte am Werk. Und wir hören bei jedem. Oh, komm schon, was ist denn jetzt los? Beweg dich! Wir hören bei jedem Blip, dass wir irgendwas gefunden haben. Bisher ist die Suche relativ erfolglos. Hier garantiert am Regen. Ich werde mich hier wie wild auf der Maus herumhämmern, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Noch gar nichts. Da! Und ein blödes Platin. Stückchen. Kupfer! Los! Ich habe keine Lust hier auf mein erstes Kupferwerkzeug 300 Jahre zu warten. Es soll auch Leute geben, die haben sich schon totgeschürft. Ah, jetzt geht's ganz viel flüssiger. Sehr schön. Los, los. 60 Frames. Go, 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 go. Es könnte übrigens mal aufhören zu regnen, sonst haben wir gleich schon wieder dunkel und ich bekomm's nicht mit und werde dann auf Hinterrücksicht von irgendwelchen Zombies, Spinnen, ja, Skeletten, was weiß der Geier, was überfallen. Ah, jetzt. Es wird nicht dunkel. Ah, verdammt, es wird nicht heller. Oh, oh, wir sollten uns beeilen. Ja, go, go. Ah, Leute, hört ihr das? Ich habe nichts gefunden. Nee. Weder Gold, noch Platin, noch Kupfer. Der Junk hier ist absolut zum... Ja, piep. Oh, komm schon. Wenigstens irgendetwas. Ich sehe dann auch schwer schwarz, dass wir hier in der Nähe überhaupt irgendetwas nachher... Ob da, okay. Dass wir hier in der Nähe nachher irgendetwas anderes finden, sprich, dass wir hier in den Bergen irgendwelches Kupfer finden oder so. Jetzt natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit der restlichen Zeit? Ich möchte ungern überspringen. Wir haben noch ziemlich lange bis zum Folgenende. Ich habe jetzt nichts mehr zu craften. An unserem... Oh, da hinten ist schon gerade was ins Wasser gefallen. An unserem Haus weiterbauen bringt auch nichts mehr. Da können wir momentan noch nicht viel machen. Da brauchen wir jede Menge mehr Stroh und Holz natürlich. Doch, ich könnte hingehen und könnte, was ich eigentlich machen wollte, das Ganze ein bisschen sicherer bauen, ein bisschen schöner bauen. Wir nehmen uns mal das Holz hier und das, nein, das Holz hier. So. Ich würde nämlich gerne einen, also zumindest mal Holzstützen hier anbringen. Ich weiß nicht, wie das Holz hier aussieht. Ich hätte gerne dieses schöne Sycamore oder wie sie heißt, Holz. Dieses schöne weiße Holz. Wer Terraformer Craft schon gespielt hat, weiß, was ich meine, welches Holz ich meine. Sycamore oder wie sie heißt. Wir können aber auch mit dem hier mal vorlieb nehmen. Wir können ja mal kurz testen, wie es aussieht. Da habe ich wenigstens noch die Nacht was zu tun. So. Okay. Ist hier noch irgendetwas gewachsen? Unsere Büsche. Da sieht auch nicht so aus. Bäumchen sind auch nicht gewachsen. Was sind unsere Felder? Da wächst auch nichts. Oh doch, da hinten ist ein bisschen was gewachsen. Paprika sind das, glaube ich, die vor den Tomaten stehen. Bohnen. Die dürften gewachsen sein. Naja. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet hatte. Also hier jeweils eins hoch. Moment, ich muss eigentlich noch eins hoch. Ja, ich muss noch eins hoch. Oder? Ja. Ich gehe lieber noch eins hoch, als dass ich nachher dieses dunkle Holz nach außen rausstehen habe. So, hep. Passt. Und dann können wir hier jetzt schön... Drumherum ge... Oh, shit. Ja, Naturtalent. Naturtalent. Eine Axt, bitte. Ups. Und dann sehen wir zu, dass wir hier schleunigst unser Haus vollendet bekommen. Ein Dach wäre nicht verkehrt. Und da habe ich wenigstens über die Nacht was zu tun. Können wir ein bisschen bauen. Bob, der Baumeister. Hep. So, wie kriege ich dich jetzt da? So. Ja, perfekt. Zack, zack,
Oh, was war das? Habe ich gerade Schaden bekommen? Willst du mich auf den Arm nehmen? So. Oh. Ich brauche sowieso einen Aufgang nach oben. Dann können wir den auch gleich hier hinstellen. So. So, und. So. Du da weg. Können wir hier immer schön hochgehen, auf unser Dach drauf und schauen, was die Zombies um unser Haus machen. Haben dann so ein richtig schönes Left 4 Dead Feeling. Oder, ja. Dawn of the Dead. Wie auch immer man die Zombie-Filme betiteln möchte. Was haben wir hier noch? Auch Hikuora, Hikuri. Hikuri. Verdammt, weiter hinten. Haha. So, und jetzt hier drum geninjert. Und zack. Da fehlen immer noch ein paar. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Oh nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Wollen sie vermutlich. Eins, zwei. Ja, es fehlt genau ein Stück Holz. Shit. Das war genau das Stück Holz, mit dem ich hier unsere blöde Goldpan gebaut habe. Was sagt die Uhr? Es ist erst 1 Uhr nachts. Und wir müssen weiter in Ta Zeit totschlagen. So, dann bauen wir hier einfach nur mal ein Provisor. Oh, verdammt, ich bin ja auch eine Granate. Ich baue das provisorische Strohdach schon, obwohl ich noch gar keine. Noch gar nicht meine Mauer hochgezogen habe, bis dahin, wo ich sie gerne hätte. Also, zack, zack, zack. So. Ihr seht, es fehlt noch jede Menge Stroh. Ein Dach muss natürlich auch noch her. Hier die Lücken schließen. Dieses eine blöde Holzstück hier brauchen wir auch noch. Warum ich das herzaubern soll. Damit können wir jetzt nicht auf große Fahrt gehen. Wir könnten uns aber einen anderen Platz suchen, einen anderen Chunk suchen, wo wir mal kurz schauen, ob sich hier nichts bewegt. Nein, alles ruhig. Oh, verdammt. Dann laufen wir bei dem mal schnell weg. Dann sehen zu, dass wir noch ein bisschen nach Erzen suchen. Dum, 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 hua, dilu. Shit. So viel an zu unserem nach Erzen suchen. Verdammte Spielverderber. Verdammte Spielverderber. Dann rennen wir jetzt eben nochmal auf die andere Seite. Nein, da kann ich ja nicht mehr. Oh. Da kann ich ja nicht mehr buddeln, weil da der Chunk schon ausge. Oh, da hat sich ausgebuddelt in dem Chunk. Wie ist denn mit da hinten? Kann man hier ins Wasser hüpfen? So. Kein Störenfried in der Nähe. Die Ruhe selbst. Und eins, zwei, drei. Los geht's. Und ihr haltet bitte die Ohren offen, falls ich hier neben meinem Mausklicken das Zombie-Gestöhne überhöre oder das Skelettklappern. Müsst ihr mich bitte warnen? Nee. Der hier ist genauso ertragreich wie der letzte. Kupfer! Kupfer! Juhu! Da fehlen, da waren es nur noch. Moment, einer ist wie viel? 10. Da waren es nur noch 8. Oh, der ging aber schneller, der da. Tja, die gehen etwas schneller leer, die da, aber ich finde trotzdem nichts. Die Sonne geht auf, sehr schön. Ich würde sagen, dann, werden wir uns wohl in der nächsten Folge daran machen müssen, da hinten ist ein Skelett, daran machen müssen, Kupfer an der Oberfläche suchen zu gehen. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich werde ein bisschen vorbereiten, werde ein bisschen Stroh nochmal sammeln, dass wir uns des Nachts verbarrikadieren können. Werde zusehen, dass wir noch ein bisschen etwas Leckeres zu essen dabei haben. Und dann
Dann machen wir uns schleunigst auf die Suche nach Kupfer. Manchmal wünsche ich mir wirklich einen Zoom. Ja, da hinten brennt der erste Zombie schon. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich dann dafür, dass ihr zugesehen habt. Wir schauen uns nochmal unser schönes Haus hier an. Ich werde eventuell noch diesen einen Holzblock hier setzen gehen. Verdammtes Ding. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge auf dem Weg. Tja, da waren wir schon, haben nichts gefunden. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einfach mal in die Richtung zu rennen. Dahinter haben wir auch noch Clay gefunden. Wir werden also in der nächsten Folge in diese Richtung aufbrechen. Und bevor die Sonne jetzt noch weiter steigt, sage ich einfach schon mal schnell Ciao, ciao. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge an derselben Stelle. Bis dann, ciao, ciao, euer Ben.